aus Luxemburg und haben uns eine Flasche Wein mitgebracht, deren Geschichte wir erzählen müssen. Ja, nie wieder wetten mit Wolfgang Fellner. Ja. Man muss nämlich die Geschichte dazu erzählen. Er ist am Sonntag vor 3 Wochen, schätze ich, muss das schon her gewesen sein, Sebastian Kurz zum ÖVP-Obmann gekürt worden vom Parteivorstand. Und da haben die Isabel und ich schon im Insider in Österreich, auf den man sich immer verlassen kann, Herr Minister, das sollten Sie jetzt wissen, geschrieben, der neue Vizekanzler wird nicht Sebastian Kurz sein. Ja. Und es wird auch nicht Sobotka oder Schelling sein und alle anderen genannten, sondern es wird eine Überraschung geben und die wird Wolfgang Brandstätter heißen. Und ich habe gesagt, Herr Minister, wissen Sie eh schon, dass Sie Vizekanzler sind, und Sie haben gesagt, na, nicht einmal denken, oder? Genau so. Da habe ich gesagt, dürfen wir wetten, bitte? Ja. Sie haben gesagt, eine Flasche guten Wein. So ist es, eine Flasche Niederösterreichischen Wein. Und Sie garantieren mir, Sie garantieren mir, haben Sie damals beim Mittagessen gesagt, dass Sie nicht Vizekanzler werden. Ich weiß nicht, ob Sie sich doch erinnern können. Ja, damals war ich ganz sicher, dass ich die Wette. Sie haben gesagt, das schließen Sie völlig aus, es hat doch niemand mit Ihnen geredet. Ja. Und Sie können sich nicht vorstellen, dass ich besser informiert bin als Sie, weil Sie müssten es ja wissen. Ja, dann sind Sie ins Büro gegangen und dann kam der Anruf, glaube ich. Nein, oder? Der kam später, der kam erst am Abend. Der am Abend, aber er kam. Wunderschön, Nikolaihof. Also das ist das Beste, was man bekommen kann. Das Beste, was man bekommen kann. Und da ist also die Widmung. Nie wieder wetten mit Wolfgang Fellner. Ich halte mich auch da. Ich wollte Ihnen ja noch eine Wette anbieten, dass in der nächsten Regierung wieder das Justizministerium haben wird. Keine Wetten mehr. Nein, ich habe gelernt. Aber damit man vielleicht auch versteht, warum ich so sicher war, dass ich diese Wette gewinnen würde. Ich habe vor wenigen Tagen bei einer Veranstaltung in der Steiermark anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Marshallplans auch vor vielen Amerikanern oder auch vor dem amerikanischen Geschäftsträger halt gemeint, wir haben noch keinen Botschafter der USA hier in Österreich und hier in der Steiermark würde man sich nicht wünschen, dass Arnold Schwarzenegger Botschafter werden könnte, aber wir wissen alle, das ist sehr unwahrscheinlich. Dann habe ich gemeint, andererseits, wenn man bedenkt, dass man etwa vor 3-4 Wochen, wenn man eine Umfrage gemacht hätte in Österreich mit der Frage, was ist wahrscheinlicher, dass Arnold Schwarzenegger Botschafter der USA wird oder dass Wolfgang Brandstätter Vizekanzler wird, hätte Schwarzenegger gewonnen. So kann es sein. Was ist denn mit dieser Regierung los? Jetzt hat uns ja Ihr Parteiobmann Kurz versprochen, es wird sehr konstruktiv sein, das wird alles positiv über die Bühne gehen. Wir werden das in professionellster und konstruktivster Form auflösen. Sie selber stehen ja extrem für diesen konstruktiven Kurs, wie wir alle wissen, und trotzdem, seit Sie Vizekanzler sind, wird nur gestritten, nur blockiert, und Sie haben nicht einmal die Bildungsreform geschafft. Warum nicht? Naja, ganz so ist es nicht. Man muss schon auch sehen, dass natürlich immer speziell über Divergenzen und über sogenannte Streitigkeiten extrem stark berichtet wird. Das interessiert die Medien, das verstehe ich schon. Was aber nicht gesagt wird und was nicht berichtet wird, sind einfach wichtige Fakten, wie zum Beispiel die Tatsache, dass wir gestern im Parlament 18 Gesetzesvorhaben gemeinsam koordiniert durchgebracht haben. Da muss ich schon sagen, es ist wichtig, dass wir hier nicht weiter Zeit verlieren. Das ist mir wirklich ein persönliches Anliegen. Herr Minister, vielen Dank fürs Kommen. Das ist eine zweite Flasche auf die Bildungsreform. Wollen Sie trotz Ihren Optimismus, ich wette dagegen, Schauen Sie, was da steht. Nie wieder wetten mit Wolfgang Fellner. Dabei bleibt's.